Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jens, dein Atemfreund. Seit einem Vierteljahrhundert fasziniert mich der Atem ganz bewusst. Und davor habe ich natürlich auch schon seit meinem ersten Atemzug alles mit dem Atem gemacht. Denn im Atem stecken faszinierende Möglichkeiten für die körperliche Gesundheit, für die geistige und spirituelle Gesundheit, für die intellektuelle Leistungsfähigkeit. Alles steht und fällt mit dem Atem. Wir machen uns oft Gedanken über gutes Essen, über Dinge, die wir machen sollten, über Bewegung, über Sport, über gesunde Lebensweise, aber viel zu wenig über Atem. Im Vergleich zu der Bedeutung des Atems ist die Frage, was oder wie wir essen sollten, völlig unbedeutend. Stell dir einfach mal vor, du bist 3 Tage ohne Essen oder vielleicht sogar 30 Tage ohne Essen. Das haben schon viele, viele Tausend, Hunderttausend oder Millionen Menschen geschafft. Gar kein Problem. Aber stell dir vor, du bist 3 Minuten ohne Atem. Das haben nur sehr, sehr wenige Menschen überlebt, die das ausprobiert haben. Der Atem ist der Anbeginn von allem und ohne Atem endet alles. Und in diesem Atemfluss zwischen dem ersten Atemzug und dem letzten Atemzug liegen alle Möglichkeiten, die diese Schöpfung für uns bereithält. Und wir bestimmen darüber, ob wir viel rausholen aus diesen Möglichkeiten oder ob wir auf niedrigem Niveau einfach nur ums Überleben kämpfen. Mit einem flachen Atem, wo wir kaum Sauerstoff in die Lungen bekommen, wo kaum Sauerstoff in die Zellen bekommen, sind wir schwach, sind wir nicht leistungsfähig, werden wir krank, die Organe bekommen Störungen, die Muskeln bekommen nicht genügend Power, das Gehirn bekommt nicht genügend Sauerstoff, wir werden müde, wir sind schlapp, wir sind lustlos. Alles hängt davon ab, dass wir zu flach und zu unbewusst atmen. Und nur ein paar tiefe und bewusste Atemzüge können uns schon aus so einem Loch rausholen, können schon die Sauerstoffversorgung unserer Zellen verbessern und dadurch können wir schon zu neuer Leistungsfähigkeit und unsere Gedanken in eine bessere Richtung lenken. Darüber soll diese kleine Reihe, die wir hier machen, gehen. Atem bedeutet Leben, Atem bedeutet Energie, Atem bedeutet Schaffenskraft und Atem bedeutet nicht zuletzt Lebensfreude. Die Bedeutung des Atems haben schon alle alten Hochkulturen geschätzt. Sie haben gesagt, im Atem liegt der Keim des Lebens. Und sie haben dem Atem sogar eine schöpferische Kraft zugeordnet. Und sie haben dem Atem Namen gegeben, die die Bedeutung von des Einatemvorgangs und der spirituellen Schöpferkraft beinhaltet. Zum Beispiel in Indien das Prana, die Griechen das Pneuma, die Hebräer das Ruach, die Chinesen das Qi, das deutsche, alte deutsche Wort ist der Odem. Die Zarathustra und die Perser, die haben es Galama genannt. Und Dr. Hanisch hat es in der Masasana Lebenswissenschaft den Lichtsamen genannt. Wenn wir also bewusst ein- und ausatmen, sind wir in der Lage, diesen Lichtsamen einzuatmen, aufzunehmen. Und wie ein Samen keimt daraus neues Leben, neue Kräfte, neue Energien. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass wir diesen Lichtsamen immer wieder bewusst aufnehmen. Alle Atemwissenschaft, alle Atemkunst beginnt immer mit der Ausatmung, mit der Leerung der Lunge. Die alte, verbrauchte Luft, die sich in den Lungenbläschen sammelt, die muss ausgeatmet werden. Und deshalb gibt es in all diesen alten Kulturen immer auch Techniken, wie wir diese Lunge leeren und uns von dem Kohlenstoff, von dem kohlendioxidhaltigen Luft, die da drin ist, befreien. Man hat sogar Rituale geschaffen, religiöse Rituale. Hat den Leuten gesagt, betet ohne Unterlass, betet auf eine Ausatmung, singt Lieder, singt Mantren und atmet dabei aus. Heutzutage oder in vielen Kulturen ist das Wissen über die Atemkraft verloren gegangen. Und dann hat man einfach nur noch gesagt, ah ja, wir singen zum Lob Gottes oder weil es so schön ist. Aber dahinter steht tatsächlich eine Atemtechnik, nämlich die Technik des langen und verlängerten Ausatmens. Wenn wir das ganz
praktisch machen wollen, dann können wir eine ganz einfache kleine Übung machen, wo ich euch herzlich dazu einlade. Nämlich wir versuchen durch Zählen einfach so lange auszuatmen wie möglich. Ich mache es mal vor und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitmachen. Einfach ausatmen, vielleicht 20 Sekunden lang. Tief ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und jetzt erst wieder tief einatmen. Das war schon eine Verlängerung der Ausatmung und einen Großteil meiner Lunge habe ich jetzt schon geleert. Und sobald die verbrauchte Luft raus ist, bin ich überhaupt wieder erst in der Lage, frische Luft einzuatmen, sauerstoffreiche Luft einzuatmen. Deshalb muss immer erst die verbrauchte Luft raus. 20 Sekunden ist gut, wenn man es länger schafft, ist besser. Wir probieren mal 25 oder sogar 30 Sekunden. Probiert es einfach mit. Tief ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Und wieder tief ein. Und das macht man mehrmals hintereinander. Wir werden es auch gleich nochmal machen, um so lange, lange wie möglich auszuatmen, die Lunge so vollständig wie möglich zu entleeren. Gleich nochmal. Tief ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und nach diesen 30 Sekunden wieder tief einatmen, tief und bewusst durch die Nase einatmen. So schaffen wir es, die Lungenbläschen zu entleeren von der kohlenstoffreichen, schweren Luft, die sich dort ansammelt, die richtig, richtig dicke, dicke Luft macht in unserem inneren Zimmer der Lungen. Sitzen wir in einem Raum, der nicht belüftet ist, wo man die Fenster nicht aufmachen kann, die Tür nicht aufmachen kann, und wenn da 4, 5 Leute drin sitzen, und nach ein paar Stunden wird die Luft immer schlechter, immer schlechter. Wie macht sich das bemerkbar? Als allererstes durch Müdigkeit, durch Trägheit. Wir können durch Konzentrationsmängel. Wir können nicht mehr folgen, wenn jemand gerade einen Vortrag hält oder eine Geschichte erzählt. Wir werden einfach immer träger im Gehirn und unser Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Und das kommt natürlich daher, dass wir einen Sauerstoffmangel haben. Wenn wir aber jetzt in unserem inneren Zimmer ständig so eine verschmutzte Luft haben, dann haben wir dann immer ein Sauerstoffdefizit, weil nicht genügend Sauerstoff von der Lunge ins Blut gelangt, von dort nicht genügend in die Zellen. Und der allererste Schritt in der Atemkunst ist die lange, lange Ausatmung. Wir machen es mal nicht so mechanisch wie mit Zählen, sondern jetzt mit einfachem Summen. Lange, lange, lange ausatmen. Dadurch kommt die kohlenstoffreiche Luft aus der Lunge heraus. Wir können wieder viel, viel frische Luft einatmen und diese frische Luft enthält viel Sauerstoff. Der befindet sich dann in der Lunge, kann ins Blut übergehen und vom Blut dann in die Zelle. Aber weil es damit zusammenhängt und wie wir das Blut besser, wie wir den Sauerstoff besser in Blut und Zelle bekommen, davon ein andermal. Heute soll es gewesen sein. Atmet lange aus.
mehrmals am Tag für 3 bis 5 Minuten. Nehmt euch einen Spruch, ein Gedicht, ein Lied, summt oder zählt oder atmet einfach vor euch hin lange, lange aus und beobachtet euch, wann die Natur euch sozusagen zwingt, wieder einzuatmen. Dann ist der richtige Zeitpunkt, dass man wieder einatmet. So lang können wir ausatmen. Das können am Anfang 15 Sekunden sein, für jemanden, dem es schwerfällt, 20 Sekunden, 25, 30 oder 50 Sekunden, vielleicht sogar bis 108 Sekunden. Aber das ist ein anderes Thema, das kommt ein andermal. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitatmen und wenn es dir gefallen hat, dann like uns und teile es mit Freunden, sag denen, wie toll die Atemgeschichte ist. Atme tief, flieg hoch mit Freudigkeit im Herzen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.